Wie ist das nach der Sunna? Sollte man erstmal den Nikah machen oder erstmal abwarten, bis die Heirat stattfindet? Nein. Von der Sunna ist es eigentlich, dass man den Nikah macht, das heißt, dass man den Heiratsvertrag macht und auch sogar zusammenzieht und ein paar Tage später die Walima macht. 3 Tage später. Aber wer kennt die Sunna heute noch? Wenn du das machst, bist du bei den Leuten Sani. Verstehst du? Obwohl du verheiratet bist. Aber wenn du eine Verlobte hast, mit der du noch nicht mal verheiratet bist, dann darfst du mit ihr reisen und Habibti sagen und Aini, obwohl ihr noch nichts miteinander habt und ihr seid fremd füreinander. Hast du gesehen, wie die Leute alles geändert haben? Möge Allah uns bewahren.